Mir steht es um unsere Esskultur, auch persönlich, in einem so reichen Land wie Deutschland. Unser Motto ist das gut, sauber, fair beim Essen. Wir wollen lecker essen, wir genießen und wir wollen aber auch sozusagen gucken, wo die Sachen herkommen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auch langfristig gut essen können. Gut heißt bei uns natürlich durchgehend vom Erzeuger bis zum Verarbeiter, dass der wirklich das herstellt, was wir als Lebensmittel bezeichnen. Da gibt es eine schöne Definition dazu. Für unsere Generation gilt auf jeden Fall, was unsere Oma als Lebensmittel bezeichnet hat, das war wirklich noch ein Lebensmittel. Wir wollen Lebensmittel, die wirklich ihren Namen verdienen und in denen keine Rückstände sind, die in Lebensmitteln einfach nicht sein dürfen und nicht sein sollen. Gutes Essen ist für uns nur akzeptabel, wenn der Erzeugungsweg von Arbeitssituationen begleitet wird, wo alle Menschen vom Bauer bis zum Lebensmittelhandwerker, bis zum Metzger, Bäcker, bis zum Servicepersonal ein ordentliches, faires Gehalt bekommen. Ich erinnere mich auch noch daran, wie meine Oma 3 Hektar mit 2 Kühen und 2 Schweinen hatte und wir oben vom Dachboden Stroh und Heu runterwarfen. Und heute hat an dieser Straße, an der eben lauter Kleinbauern mit 3 Hektar waren, ein Bauer halt alles, was da übrig geblieben ist. Wenn man sich das anguckt, also 1 Milliarde Menschen übergewichtig, wir schmeißen Klamotten weg, über 800 Millionen Menschen hungern auf dem Land, dann ist das für mich mit einem Wort pervers. Das ist pervers. Wir versuchen durch Fachpublikationen, durch betroffene Menschen aus dem Süden, die wir herholen, in Gesprächen mit Abgeordneten auf EU-Agrarebene oder in Deutschland, zu vermitteln, wo die Unlogik ist, wo wir kaputt machen, was wir hinterher wieder aufbauen, indem wir halt billiges Hähnchenfleisch nach Afrika liefern, die Märkte kaputt machen, hinterher Entwicklungshilfe geben. Die eigentliche Erkenntnis, dass sich was ändern müsste, in der aktiven Politik dann eben verloren geht, weil man einfach Angst hat, die Lobbyisten, die halt einfach den Einfluss haben, werden sich dann zurückziehen und gegen einen wenden. Natürlich gibt die Politik die Leitlinien vor, das ist unbestritten. Aber wenn ich immer wieder so erlebe beim Einkaufen, wenn Leute, sage jetzt mal so einfach, eine Pizza, eine tiefgefrorene für 2,99 kaufen und dann rausgehen in einen SUV steigen, da frage ich mich eigentlich, auf welchem Planeten leben wir denn? Es geht nur über verantwortungsvolle politische Regelungen. Und es kann einfach nicht sein, dass die Nebenwirkungen der Landwirtschaft, wie wir sie momentan betreiben, sozialisiert werden, ja, und nur die Gewinne werden privatisiert. Also da müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein, eine Landwirtschaft, die für alle in der Gesellschaft riesige Folgen, Kosten verursacht, kann keine gesellschaftliche Konsens auf Dauer sein. Meine Oma hatte 9 Kinder und es war so, wie hier beschrieben, 3 Kühe und ein paar Hühner und der Opa war Waldarbeiter und ich kann es mir einfach nicht erklären, aber es hat immer funktioniert, wenn wir zum Essen kamen und da waren dann oft 20, 30 Leute an so einem Sonntag da, ist keiner verhungert und niemand hat was vermisst und sie hatte keinen Supermarkt. Ja, und es hat das eine Huhn gereicht, um alle irgendwie was auf den Tisch zu bringen, ohne dass ein Mangel entstanden ist. Vielleicht könnte man ja irgendwie Konzepte entwickeln, wie man auch die jetzigen erwachsenen Konsumenten mehr in unsere Richtung bewegen kann. Diese 95 Thesen, das sind ja ein unheimlich plakatives Ding. Kann man die in diesem Sinne noch weiter verwenden? Gibt es da Überlegungen zu? Diese Schlagkraft, die da formuliert ist, noch weiter zu verwenden? Wenn wir gemeinsam auf dieser Welt überleben wollen, und der Punkt ist ja nicht mehr, dass wir hier weiterleben können, wie wir das jetzt tun, und dann die anderen helfen oder nicht helfen. Wenn wir gemeinsam überleben wollen, müssen wir ja hier nachhaltiger werden. Und Ernährung ist dafür sozusagen das plakativste Beispiel. Da könnten wir aber auch über Verkehr reden oder was auch immer. Und da ist eben dieser Spannungsbogen. Es muss Einzelne geben, die vorweggehen. Die zeigen, was ihnen wichtig ist. Das ist ja gewollt, dass die Hausfrau das heute nicht mehr kann.
Das ist ja gewollt, weil trotz 1,90 für die Pizza ist der Gewinn da größer, als wenn sie sich den Kohlrabi selber kaufen oder im Garten noch haben. Da sind ja ganz andere Kräfte heute dahinter. Und ich glaube, nochmal mein Punkt war, es geht nicht nur kognitiv. Wir wissen um den Klimawandel, wir wissen um die Ernährung und vor diesen großen Problemen ist dann der Einzelne irgendwie, fühlt sich ohnmächtig. Ich glaube, ich würde zwei Richtungen sehen. Die eine, dafür steht auch hier Slow Food und das ist uns eben dann wichtig, das über die Genussebene zu machen. Und da meine ich, das haben Sie eben am Anfang gesagt, Genuss nicht im Sinne von hedonistisch, sondern zu sagen, ich will was Vernünftiges, Gesundes essen. Und wenn die Leute das in Deutschland wollen, dann hilft das auch den Armen in der Welt. Und das Zweite, das haben wir heute wenig gehabt, ist aber leider auch so, das ist das Skandalisieren. An diesem Produkt klebt Blut. Ob es jetzt geschredderte Tiere sind, ob das kaputte Böden sind, ob das Krankheiten sind, die wir bei uns selber haben, oder ob das eben das Blut der Menschen in Paraguay oder sonst wo ist, die ihrer Lebensgrundlagen beraubt werden. Ich glaube, diese beiden Zangen, die muss man irgendwie in der Bevölkerung, ich sage es mal ein bisschen taktisch, auch nutzen, weil das erzeugt Bewegung, die dann vielleicht in der Politik ankommt. Sie kann Ihnen sagen, wenn Sie heute in ein Geschäft gehen und eine Nussaufstrich kaufen, wo Haselnuss drauf steht, können Sie mit 90%iger Sicherheit davon ausgehen, dass bis zu der Hälfte Cashew-Nüsse drin sind, weil Haselnüsse gerade so teuer sind. Ja. Bei einem Auto, wenn Sie einen BMW kaufen würden mit einem Ladermotor, würde jeder sofort sagen, dieser Beschiss, da muss was passieren. Wenn Sie Haselnusscreme kaufen mit Cashew-Nüsse drin, dann wird das nicht einmal strafrechtlich verfolgt, sondern das ist es halt nun mal so. Also da ist ja wirklich viel, viel, viel aufzuholen und viel zu machen. Und ich bin wirklich glücklich, dass hier das Wort Skandalisierung in den Mund genommen wird, weil es muss wirklich Bilder geben, die die Leute bewegen. Ohne Emotionen tut sie nichts.